Verlieren Sie nie den Überblick über Ihre Arbeitstage. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Maschinenzähler richtig einstellen. Um auf die Zähler Ihres iDeals zuzugreifen, klicken Sie im Hauptmenü des Terminals zweimal auf das Notizblock-Symbol auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und dann auf das Rechner-Symbol. Sie gelangen nun auf die Hauptseite des Bordcomputers. Im Bordcomputer finden Sie insgesamt 10 unabhängige Zähler, die Sie bei Bedarf aktivieren können. 4 weitere Zähler, die eine voreingestellte Periode der Maschine aufzeichnen. Das ist der Lebenszeitzähler, der Korntankzähler, der Task-Control-Zähler und der Schneidwerkszähler. Sie bewegen sich zwischen den verschiedenen Zählern, indem Sie auf die Rechnersymbole mit den Pfeilen klicken. Um Ihren eingestellten Zähler komplett zu löschen, klicken Sie einfach auf das Symbol 0,0 und die aufgezeichneten Informationen verschwinden sofort. Die nächsten Symbole sind ein Taschenrechner und die Info-Plus-Verknüpfung. Wählen Sie das Info-Plus-Symbol, um Ihren aktuellen Zähler mit den Erntedaten des Info-Plus-Menüs zu verknüpfen. Jeder Zähler hat 2 Hauptdatenseiten, Maschineninformationen und Erntegutinformationen. Um zwischen den beiden Hauptseiten zu wechseln, klicken Sie einfach auf das Pfeilsymbol, welches nach unten zeigt, in der unteren rechten Ecke Ihres Terminals. Natürlich können Sie Ihren Zähler frei benennen. Klicken Sie einfach auf das Kästchen am oberen Bildschirmrand und geben Sie den gewünschten Zählernamen ein und bestätigen Sie. Um Ihren gewählten Zähler zu aktivieren, klicken Sie einfach auf das Symbol rechts neben dem Namensfeld. Dieses ist dann blau hinterlegt und der Zähler beginnt automatisch im Hintergrund zu arbeiten. Sie können auch mehrere Zähler gleichzeitig aktivieren.